Hallo. Hallo, warte mal. Hallo. Oh, hallo, herzlich willkommen. Hallihallo und herzlich willkommen. Ihr seid hier bei Trash Coast. Das ist Martin, das ist Lena und ich bin Tessa. Und wir sprechen heute über Are You The One Folge 13 und 14. Wir wurden schon instruiert, dass dieser wunderschöne, gut aussehende, so ernst perfekte zu nehmen sollte das Mann jetzt nicht sein. Erstmal eine Ansage hat. So. Nein. Wir haben jetzt die Klappe zu halten. Wir haben jetzt die Sendepause. Für uns gilt der Schweigefuchs. Ich habe mir bloß gedacht, dass wir vielleicht am Anfang des neuen Jahres ja auch nochmal aufklären können, was hier auf dem Tisch steht, weil wir es geschafft haben, in diese Schneekugel Christina reinzupacken. Die hat sich die das kleine verdient. Christina ist da drin. Hallo! Ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle. Ich muss raus! Ja, so ungefähr. Vorher war hier Nadel drin, jetzt ist hier Christina drin. Und hier steht Chris unser Liebling der Woche. Den könnt ihr immer am Wochenende per Insta-Story bestimmen. Richtig. Und dann ist die Person hier für eine Woche drin. Diese Woche hat es Jelis geschafft. Außerdem wollte ich sagen, dass ich froh war, dass diese beiden Folgen endlich die Hauptcharaktere nicht mehr 100% Sendezeit bekommen haben, sondern alle mal ein bisschen mitmischen durften. Und zur letzten Folge wollte ich noch hinzufügen, ich habe ja wirklich mein Bestes probiert, Sasa irgendwie auch mal aus einem anderen Winkel zu belichten. Aber ihr habt ja auch gar kein Interesse, irgendwas Positives an ihm zu sehen. Deswegen mische ich da jetzt einfach mit und stelle mich nicht mehr quer. Okay. Also okay. Ich habe zwar trotzdem zwischenzeitlich auch noch diese Meinung, die ich probiert habe, in der letzten Folge ein bisschen zu vermitteln. Aber wenn einfach keiner sie unterstützt, dann kann ich auch damit leben. Ich glaube, einen Unterstützer hattest du. Eine Person, ne? Eine. Und so circa 65, die gar keinen Bock drauf hatten. So, also ihr könnt doch eigenständig dort anrufen und sagen, im nächsten Jahr bitte nicht so ein Kandidat. Aber jede Staffel lebt auch irgendwie von mindestens einem so einer Kandidatin. Einer, der, über den sich alle aufregen, auch einen, auf den man gar keinen Bock hat. Und ja, ist doch immer so. Und ganz kurz noch, weil wir gerade beim Thema Sasa sind. Habt ihr das jetzt nun auch mitbekommen? Es gab ja irgendein Beef mit Salvetator. Mit irgendwelchen Insta-Stories. Vielleicht gehen wir bei Instagram dann nochmal genauer darauf. Warum mischt der aber eigentlich bei allen mit? Ein oder bei Breaking Trash. Hinzufügen möchten wir außerdem, dass wir hier eine neue Kameraordnung haben. Und falls wir kreuz und quer gucken und ich aus Versehen mal so gucke oder mal da lang, wir sind noch nicht so ganz eingestimmt. Hallo! Falls ihr in einer Einstellung nur Martin seht, aber uns hört, wir sind nicht klargekommen. Das Gut. mögen die Leute eher am meisten. Können wir nächste Folge nur Martin haben und euch nur auf dem Ohr? Nur Martins Haare, wenn es geht. Bitte. Ich würde aber auch gerne noch was loswerden wollen an die Leute, die noch kein RTL Plus Abo habt. Macht euch bitte eins über den Link in unserer Videobeschreibung. Dann könnt ihr nämlich mitmischen. Bei Are You The One erwarten euch noch mindestens 6 Folgen. Richtig. Alles andere, was danach kommt, können wir noch nicht sagen. Und natürlich alle anderen weiteren tollen Formate. Wie Anna-Maria Fercici im Bett mit Bushido in Dubai. Alter, Lena hat gesabbert, als ich gesagt habe, neue Bushido-Doku, es gibt mal wieder was. Es kann bei Breaking Trash empfohlen werden. Das heißt, alles, was dort ist, ist Perfektion. Ja. So. Geht's jetzt mal langsam los jetzt hier? Jetzt mal hier. Also, Matchbox-Entscheidung Donner und Burim. No match. War klar, oder? No match. Also, ich meine... Klar kann man, von Klarheit kann man eigentlich nie sprechen, weil auch wir fragen uns manchmal, wer hat die Matches da zusammengewürfelt? Aber die Match hätte mich so deutlich überrascht. Darüber. Ja, ich habe auch gedacht, so gar nicht geblieben. Die sind auf dem Höhenflug. Irgendwer hat es doch auch gesagt, ihr denkt jetzt, wir haben ja 2 Matchbox-Entscheidungen Perfect Match bekommen, dass jetzt immer so ablaufen wird. Ich denke, es wird wahrscheinlich Sophia gewesen sein, die das gesagt hat. Aber Burim war auf jeden Fall niedergeschlagen und ich dachte auch erst so, hä? Echt jetzt wegen Dorna? Er ja auch einmal. Will man mit einer Person wirklich dort ausziehen? Sorry. Weiß ich nicht. Nee, aber ich habe dann so gemerkt, so, also du hast ja dann auch im Gespräch mit, also ich weiß nicht mehr, wer jetzt da mit ihm gesessen hat, aber man hat ja dann rausgehört, es ist einfach die Zeit, also so diese intensive Zeit, die man, wir sagen ja auch immer, ja, ist uns bewusst so, man ist dort in seiner Bubble, bla 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 bla, jetzt bald seit 2 Wochen. Und das Niedergeschlagene kann ich dann verstehen, weil ich glaube, Burim hat einfach das Gefühl, nie weiterzukommen. Ja, oder dass man, da staut sich auch ein bisschen Energie auf an dem Punkt. Und dass man dann so, man wird ja enttäuscht, auch wenn einem das Ergebnis ja eigentlich vielleicht auch zugute kommt. Auf jeden Fall hat er eine Mid-Show-Crisis jetzt irgendwie und ich hoffe, der kommt da auch relativ schnell wieder raus, weil er kann doch nur noch ein Dezibel sprechen. Oh mein Gott, können wir das uns merken? Mid-Show-Crisis. Das ist nicht extra bereitgelegt, das Wort steht dort auf der Karte groß fett geschrieben. Ja. Nicht vergessen, das zu erwähnen. Was ich aber auch noch gut fand, die Mädels haben diesmal den Eindruck gemacht, dass sie sich jetzt mal hier ein bisschen zusammennehmen und ein bisschen Taktik aufstellen und überlegen. Fand ich geil. Hat mir auch gut gefallen. Und? Ich habe wirklich das Gefühl, diese Staffel, die legen irgendwie mehr los generell. Also
gerade Henna hat jetzt, nachdem Ken ausgezogen ist, die ist wild unterwegs. Und ich sage, die sind alle spitz wie Sau. Wie Sau, oder? Die Nachbarslumpi. Die hätten einfach nur den Boom Boom Room oben als einen großen Schlafraum und, so jedes, ein Hostel, und jedes andere Zimmer einen Boom Boom Room, weil es wäre voll. Ja. Ist ja so. Mit Kenneth ja auch keine Kann aushalten mit meinem Druck, aber langsam geht's an eine Grenze. Ich komme echt nicht mehr lange klar, ich sag's ehrlich. Sorry, das ist wirklich hart. Das ist for real hart. Du bist auch nicht gesund für mich, ey. Also Kenneth ist halt übelst flirty. Ich muss jetzt weg von dir. Ich schwöre, ich muss jetzt weg von dir. Ich lass dir kurz Freiraum. Du machst mich so crazy. Ich muss jetzt weggehen. Ich dachte so, ihr beide jetzt da hoch und entladen. Ja, aber macht ja keiner. Warum passiert das nicht? Kommt man sich denn so doof vor? Ich weiß nicht. Also wenn ich mir mal jetzt vorstelle, die wären dort ohne Kameras. Safe. Alter, an hoch, Tag 1. Mhm. Gut, es gab einen kleinen Gute-Nacht-Kuss für Sasa von Vanessa. Da dachte ich erst, okay, geil, wie sinnlos soll das nochmal werden? Ach stimmt, ja, seit verstehe das seit nicht. Sag mal, aber eure Göttin hat auch irgendwie vergessen, dass sie mit ihm abgeschlossen Carizzle? Hat, oder? Aber ja. Bei Carina, ich weiß nicht, wir können bei Carina nicht mehr neutral das beurteilen. Ich bin zu sehr drin. Bei ihr sehe ich den Lauf und denke so, ich fühle dich, ich kann das voll nachvollziehen. Aber es war mir ein bisschen zu sehr mit diesem... Ich will dir nur sagen, ich bin raus aus der Nummer. Diese Dreiernummer. Aber trotzdem tut es mir weh. Wenn er mit mir ist, er weiß, er kann frei Schnauze sein, er kann Frauen Komplimente machen, er kann Frauen küssen. So, ich bin da übelst cool mit. Ich bin nur eifersüchtig. Ich lasse ihn einfach so sein, wie er ist. Und mein größtes Ziel ist es, dass Sasa glücklich ist. Wirklich, ich wünsche mir nichts gedacht, mehr, als dass er süchtig, dass er glücklich ist. Weil das Ding ist, er weiß leider nicht, was er an mir hat. Ich wäre auch nur eifersüchtig oder so. Bei mir kann er einfach frei Schnauze reden. Ich glaube, sie war wirklich nicht nur eifersüchtig. Das hat man schon letzte Folge gesehen. Rettet mich, ihr da draußen, rettet mich. Schreibt was in die Kommentare, dass sie bei mir ein bisschen weiter runterkommt. Also in meinem Ranking, weil ich habe wirklich das Gefühl, du kannst bei ihr alles sagen. Echt? Ja, wirklich. Hat das Gefühl, sie ist super chillig drauf. Wenn da einfach irgendwie jemand anders ankommt und mal schöne Augen macht, sagt sie, ist egal, ich bin Number One. Wenn die Person dann auch bei ihr bleibt. Und ich glaube, sie ist wirklich geil. Also ich glaube, mit dem richtigen Mann an ihrer Seite wäre sie auch so. Aber letzte Folge, als das ja so losging mit Sasa und ihr. Oh. Und letzte Folge erst? Nee, naja, nee, so, aber der Break-up. Als er mal kurz eine Folge lang bei Carina war und sich ja dann hat er ja dann kurz mal Henna geknutscht und da war sie nämlich nicht so cool. Sorry, ich muss so lange Weil Martin hat gerade übelst abgeschalten, kann das sein? Ja, ich habe kurz da hochgeguckt. Der hat sich die ganze Zeit das Bild angeguckt, was ihr, falls ihr es nicht wisst, bei uns auf Insta findet. Und dann habe ich über ihn gelacht und du hast als Reaktion, weil du es nicht gecheckt hast, du so, ha! Ich kann bei euren Lobesreden gegenüber Carina nur noch... Carina nur noch abschalten. Ich weiß. Weil es einfach nicht ankommt. Ich denke, das ist für mich ein Showgirl. Ja, ich liebe sie. Ich finde, sie macht dort nichts Schlechtes, aber ich kann ihr für das Verhalten kein Lob geben. Okay. Carina, melde dich. Da muss ich mir da oben nochmal das Bild angucken. Und Martin, dann vielleicht in eine Situation, in die du dich eher hineinversetzen kannst. Es war eine kleine Spinne im Haus. Oh. Die hatte schwarz-weiße Streifen. Ey, ich war so sauer. Ich habe gedacht, jetzt gucke ich hin, aber wenn die gezeigt wird, raste ich aus. Aber die wurde nicht gezeigt, Gott sei Dank. Man hat sie nicht gesehen. Aber sogar Marvin hatte Angst, auch wenn er ein echter Kerl ist. Ich fand das richtig süß. Sogar Marvin als richtiger Mann hatte Angst. Ja, aber ich hätte da nicht durchgehen können. Ich hätte nicht durchgehen können durch den Raum. Ich hätte gesagt, gut, ich bleibe jetzt hier. Die war ja im Gang. Na eben. Und ich hätte aus diesem Zimmer nicht rausgehen können. Du hättest sie weggemacht? Ja, du so eine ja Spinne harmlos. Mit schwarz-weißen Streifen? Ja, sieht doch süß aus. Was hast du? Mann. Ich kann nicht mehr. Oh Gott, das brauche ich bitte als Reel. Und das brauche ich bitte in der Nahaufnahme. Bitte nur die Kamera. Ich glaube, mein Gesicht ist nicht so sehr entgleist. Aber doch. Ich dachte so. Was wolltest du gerade sagen? Ich bin ja was? Trocken. So eine alberne Folge. Was ist hier los? Ja. Sasa und Vanessa haben perversen Flirt in der Küche. Was sagen Alter. Sie dazu? Oh. Ich habe ein bisschen Milch, aber dauert so 2 Minuten, bis es rauskommt. Und ist eine große Ladung. Ja, ich finde es eigentlich an sich schön, dass er sich mir nähert. Ich gehe das trotzdem vorsichtig an, weil der soll wissen, dass der jetzt hier nicht einfach so macht und ich bin wieder da. You are the one. Are you the one? You are the one. Zeig das mal. Lass mal ein Are you the one Baby machen. Gar keine Entscheidung getroffen für Sasa. Eher so, hey, ich will beide.
Du bist mit beiden einfach weiter. Larissa Holt Suff war ein kleiner Vibe für mich, denn es gibt eine Homeparty und für die anderen geht's zur Beachparty. Homeparty fand ich auch gut. Ey, aber da war ja wirklich, die haben sich doch entschieden oder die haben gesagt bekommen, jeder einzeln heute Abriss. Ja, auf der Beachparty und in der Villa. Ja. Es war halt auch so. Was für ein leichteres Spiel. Ja, also, mit Küssen. Ich will nicht küssen. Ach, ich muss versehen ausgeatmet. Ich muss sie gecheckt, wie und sie und wie ja dann auch die Leute dann immer noch mal anders standen so. Mhm. Und ich habe ja nur drauf gewonnen. Jetzt ich nebeneinander gestellt. So. Ach, was jetzt mit dir? Okay, so warte. Lunge? Aber Leute, Lunge. Es ist, was dort noch nie passiert ist, es endet immer nur so, dass zwei Frauen mal miteinander landen. Ja, aber was ist mit zwei Männern? Boah, ich würde das lieben. Boah, ich hätte Bock drauf. Ja, das ist aber das in der Gesellschaft nicht so. Nee, da brauchen wir, glaube ich, noch eine Weile. Aber schön wär's. Ich find's geil. Beachparty, das war, also um jetzt das mit euren Worten auszudrücken, anders wild. Das war wirklich anders wild. Aber können wir noch mal, also bevor wir gar nicht zu ihr kommen. Zu wem zur Lost in Maus. Oh, oh ja, aber da wäre doch, da wäre ich noch hingekommen. Das war, also ja. Warte, hat da die Beachparty schon begonnen parallel dazu? Ja, nee, sag, sprich mal von der Losty. Oh, Losty Girl. Die ist bestimmt viel in der Losterie ab. Nee. Das war jetzt nicht. Doch. Also, es ist einfach, es tut mir weh. Alle, die das Knie gerade gucken, ihr denkt euch so, hä? Okay, sorry, erzähl. Die erste Kette gibt es in der ganzen Welt. Erzähl von war ihr. War ich auch letztens in Jena, in der ganzen Welt. Hör auf, dir an dem Kissen jetzt die Augen abzuwischen. Ich muss! Wo denn lass sonst? Buch holen. Okay, lass dir holen. Gut, ich möchte dazu sagen, dass es mir wehtut, wie lost ein Mensch sein kann. Ja. Sie hat Bock auf Marvin und ich er sagt klipp und klar, nein. Ja. Nein, und dann also wie kann mich jemand zu 1000% nicht anturnen? Es aber hat mir auch ein bisschen leid, aber ja. Sie kann nur mit Mund zu etwas aussenden und flirten, weil sobald das hier geöffnet wird, da kommt nicht viel. Also bei der Situation, die da passiert ist, es war Fremdscham. Ich fand's ja, ich hab irgendwie versucht, das irgendwie ein bisschen süß zu finden, wie sie sich umgedreht hat und gefreut hat. Aber ich dachte halt, naja, letzte Woche hatten wir diese Klassenfahrtsituation beschrieben und sie macht wieder genau das. Ich dachte so, also Marvin war ja auch so wie, what the fuck? Er liegt dort halt dann auch später mit Dorna. Oh nein. Das meine ich ja, die Situation. Und sie flirten offensichtlich und sie setzt sich dazu. Es wäre genauso unangenehm. Hier offensichtlich die Situation, wir sind in der Aufnahme. Aurea würde jetzt hier reinkommen, sich hier hinsetzen. Und ja, wollt ihr nicht mal kurz mitkommen essen? Ja, ne? Und ja, aber nein, auch. Nein, wir nehmen gerade auf. Und er sagt so, und nochmal fragen. Und er sagt, nee, du, ich bleib hier. Marvin, wirklich nicht. Und ich finde es halt, also ich finde es ja irgendwie geil, dass sie den Mut hat, das zu machen. Ja. Aber ich verstehe nicht, wo er herkommt, weil es gab einen Kuss, der aus dem Spiel entstanden ist und so war. Bussi. Ein Busselchen. Ja. Also ich, ab dem Punkt fand ich es auch nicht mehr unterhaltsam, nee, sondern es tat nur weh. Kommt mir zu was Schönerem, und zwar zu Hannah living her best life at the beach party. Alter. Da ging alles ab. Also die mit hat wem hat sie mir rumgemacht? Boah, ich glaube, wir haben eine ganz gefährliche Truppe heute ausgewählt. Bei uns ist übel krass Sex in der Luft. Die Spannung zwischen uns allen ist einfach irgendwie krass. Was Julia jetzt sich denkt, ist mir gerade komplett egal, weil die sind nicht zusammen. Ich bin Single. Er ist Single, sie ist Single. Jeder kann hier machen, was er will. Ich habe hier keine Nummer 1. Ich mag alle. Ich will mit dir im Barkin und im Boom und Boom gehen. Zu dritt? Ich schwöre, ich will mit euch. Würdest du durchziehen? Ja. Okay. Wenn ihr zwei sagen würdet, ihr geht mit mir, ich gehe sofort. Ich habe da noch nicht ein Dreier, nein. Das kriegen wir 100% hin. Meinst du? Ja. Ich habe das Gefühl, Hannah steht mittlerweile auf und sagt so, ja, vor einer Woche habe ich mir noch Wimperntusche drauf gemacht. Keine Zeit mehr. Auch Concealer bleibt weg. Ich gehe los, weil ich muss knutschen heute. Ja. Und vielleicht lande ich ja endlich mal im Boom-Boom-Room. Der Tag hat ja nur 24 Stunden, muss ich ausnutzen. Und dann wurde es aber genau dort auch für mich ein bisschen
naja, auch cringe, wie die dort mit Kenneth liegt. Alter. Todes besoffen. Ja, ja. Und dann quatschen beide. Die beide und dann quatschen die sich ja voll. Hä, na klar, heute ist safe Dreier. Er fragt sie noch, schaffst du das? Die so, ich denke schon. Und dann sagt er selber, ich hatte noch nie einen. Ja, wirklich. Da habe ich gedacht, nee, ich kann's. Also bei Hannah, ihr habt es tatsächlich auch noch abgekauft eigentlich, dass ich dachte, ja, wenn sie gut besoffen ist und richtig Bock hat, könnte ich mir vorstellen, dass sie es macht. Aber ich dachte, Kenneth, ich sehe dich da oben nicht mit einem Dreier im Bumm. Null. Hannah würde mit allem gleichzeitig dort hoch. Das okay, stimmt. Wie auch immer. Es lag auf jeden Fall sehr viel Sex in der Luft at dieser Beachparty. Und ich habe mich dann gefragt, warum, das ist eigentlich keine ernsthafte Frage, aber warum gibt man nicht mal so jemanden wie Joelle mal eine Chance, dann bei so einer Beachparty dabei zu sein? Ja, aber was, wie soll er denn abliefern? Wir haben doch auch schon mal gezwitschert bekommen, dass es heißt, die müssen da ordentlich abliefern bei einer Beachparty, weil sonst gibt es vielleicht ein bisschen weniger Alkohol. Eventuell haben wir das mal gehört von irgendwem. Ich nur nicht, aber gut. Ich sag dir dann nochmal von wem. Du warst in der Losteria gerade. Ja. Und naja, was willst du damit? Vielleicht denken die sich wirklich so Joelle und Pascal vielleicht auch und Aurelia. Der die brauchen halt wir nicht einladen. Latten stramm und muss ins Bett. Okay, kommen wir dann mal zu Barkeem, zu eurer kleinen Sex-Barkeem. Barkeem. Oh, sprich ihn richtig aus. Er hat ja dort bekannterweise losgelegt. Zunge in Lunge. Zunge in Lunge gemacht, denn zu Hause saß aber Juliette. Ja. Ihr werdet hören. Juli, red mit ihm selber bitte. Natürlich. Ich will nicht der. Schwarz, wenn der so redet, dann hol ihn bitte. Bitte sag's mir einfach. Und sie hat es schon geahnt. Sie hat es schon geahnt, dachte, okay, ich bereite mich schon mal vor. Und dann habe ich das genauso Gefühl, wie sie dort beim Spiegel sitzt, beim Fertigmachen. Borim ja erst reinkommt und Juliette auch so guckt, so, Borim sagt, hat er was gemacht? Du, dazu kann ich nichts sagen. Und in dem Moment weißt du es ja schon. Ja, klar. Und dann, oh. Mir tat das auch so leid. Und ich hatte so gehofft, dass sie irgendwie auch so an ihrer Entscheidung festhält, dieses, ich wurde so oft verarscht, ich hab keinen Bock mehr drauf. Weil ich fand, das wirkte schon, ja, natürlich war sie verletzt, aber es wirkte schon auch stark irgendwie. Ja, voll, ja. Und dann dachte ich, okay, und ich fand es auch gut. Eigentlich doch auch, oder? Mhm. Also daran festgehalten? Na, sie erst hat, ja. Und dann hat sie halt mit ihm gesprochen und er, fand ich, hat sich ja auch ganz okay erklärt. Alles, was er gesagt hat, ist, ich habe halt geknutscht, aber du bist trotzdem noch meine Nummer 1. Yes. Okay, na dann. Ja, aber man muss halt auch mal sagen. Aber was soll er denn sonst sagen? Ich wollte gerade sagen, das habe ich auch stehen. Ja. Im Prinzip sind ja auch alle Single. Das ist es ja. Die sind 12 Tage da, er ist ja theoretisch nichts schuldig. Aber ich kann auch ihre Gefühle verstehen, dass sie sich gewünscht hätte, dass das nicht passiert. Weil sie, wie sie selber auch sie gesagt hat. Sie hat auch gar nicht überreagiert, meiner Meinung nach. Nee, aber sie wollte es eigentlich beenden. Sie wollte es eigentlich sein lassen. Und auf der anderen Seite denke ich so, eigentlich auch geil, wenn er dann so nochmal sich rumgetestet hat und dann trotzdem sagt, nee, Juliette ist es. Aber in dem Moment für die Frau ist es das Ekelhafteste, was in der Zeit erstmal passieren kann. Ja, also mein Herz ist zerbrochen, als sie dort im Interview geweint hat. Ja, das hat mir auch. Es ist so schön, dass wir mehr von dir kriegen jetzt, aber doch nicht das. Wir wollten Freudentränen, hätten wir uns gewünscht. Ja. Es wurde ja immer, diese Beziehung wurde ja nebenbei so ein bisschen mitlaufen lassen im Hintergrund. Ja. Ach, die sind sich noch ganz einig. Immer mal so mit eingestreut. Und jetzt erst wieder vorgeholt, als es gekriselt hat. Na ja, gut, hat ja Gott sei Dank zum Ende hin wieder einen halbwegs okayen Abschluss gefunden oder Zwischenstand gefunden. Können wir noch mal ganz kurz zu dem Spiel zurückkommen? Bist du schon beim Spiel? Nee, beim Spiel davor, weil ihr habt dort was geskippt. Weil Dorna, die hat ja ihre Lippen zugeklebt. Ah, bis ja, zu diesem Spiel. Ja, das müssen wir. Aber ging es ja los. Was ist passiert? Mit Dennis? Was meint ihr, ist da passiert bei ihr? Weil Dennis auch da hat sich was sie wollte einfach, also ich sag euch, ihr Blick, als Tachi Mavo den ersten Kuss hatte, das hat sie nicht gefreut. Und dann hat sie auch gesagt so, ich wollte auch, dass Marvin das sieht. Ja. Ach, so hat sie mitbekommen. Ja. Und dann, ich meine, was war das Ende des Spiels? Sie lag mit Tachi Mavo auf der Couch und da hat ein Kuss stattgefunden. Alter, Leute. Lass mich weinen, ich vertrau dir. Leg in deinen Arm, wenn ich rausziehe. Will dein Name an der Haustür. Sag, dass du die Schmetterlinge ausspürst.
Scheiße! Da habe ich mich angeschnallt und ich dachte, ui, wenn jetzt dort nicht schon der Schlüpper runtergerissen wird und es geht auf einmal los, dann weiß ich nicht, was hier noch passiert. Dann ist das nicht mehr mein Are You The One. Mussten wir darauf jetzt so lange warten? Meint ihr, das hat sich gelohnt, das Warten? Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich. Weil, jetzt sage ich es euch, die beiden landen nächste Woche im Boom Boom Room. Und da sieht es genauso aus. Ich glaube, die liegen auf dem Boden und er fällt über sie her wie ein wild gewordenes Tier. Und sie ist so, oh yes, Baby. Ja. Und ich dachte so, Alter, ist das jetzt nur so wild, weil sich das alles angestaut hat? Oder gehen beide die immer so ran? Das Ding ist, die haben so Bock aufeinander. Die hatten so Bock, dass ich das geguckt habe und gedacht habe, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich spüre, was ihr gerade spürt, weil es war für mich so. Spitz geworden? Nein, nicht ganz so. Ja. Nee, nicht ganz so krass, aber es war halt so. Es war so. Ich fand es richtig krank, wie die kurz rumgemacht haben. Es war so kurz und da war, es hat sich so viel entlang. Ich glaube, ich habe nicht gut genug hingeguckt. Das war nicht so ein normales rumgemacht, sondern die waren ja auch noch so, sie lag ja eigentlich hier, er musste so machen und selbst aus dieser Position. Er wollte aus ihr raufkrabbeln. Das ist immer anders, wenn einer von oben kommt. Ja, kann man auch ein bisschen mit rein. Also als wenn im Stehen voreinander. Ja, vielleicht ist auch, weil sie schon gelegen hatte, dass sie jetzt rauf da. Also ich habe geguckt. Ich habe gedacht so, kann ich das in weniger Speed bitte abspielen? Weil ich komme hier nicht mehr hinterher. Wo waren jetzt überall die Hände schon? Bei Tachimaru, der auch nicht aufstehen konnte. Der musste sich zusammenreißen, dass die Hand hier in dem Bereich bleibt. Öfinger. Carina kann Sasa leider nicht standhalten. Ja, ich habe dazu gar nichts. Habe ich nur darauf gewartet. Also deswegen muss ich das auch nicht groß ausweiten. Also habe ich gar keine andere Meinung dazu als die Folgen davor. Ich glaube, wenn Sasa rauskommt und wieder in sein altes Leben kommt, dass beide vergessen sind, Vanessa und auch ich. Ich will nicht von dir verarscht werden, ich schwöre. Versteh das, okay? Ich meine das echt ernst. Ich mag dich wirklich. Das ist ich mag dich auch todes, weißt du? Das ist nicht hier in der Villa, aber ich mag dich mehr als du mich. Ich glaube, ich habe nämlich am Anfang, als es mit Vanessa war, habe ich für mich festgelegt, ich schreibe mir dazu nichts mehr auf zu dieser Sasa-Geschichte. Weil es mich nur nervt und langweilt. Und bist du auch ein bisschen eifersüchtig? Naja, klar, natürlich. Ich merke das, man hört das raus. Ja. Dein inneres Kind spricht jetzt aus dir. Ist so. Hallo, hier bin ich. Was ist das für eine Aussage? Dein inneres Kind? Mal lesen. Ich dachte, ich bin... Mal ein Buch lesen. Vanessa, ich kann nicht nachvollziehen, ich verstehe, das kommt bei mir an. Du, ich verstehe das, weil, ich bin ja auch eine Konkurrenz und dann sehe ich auch noch so geil aus. Aber dazu kommen wir gleich noch. Naja, ich möchte eigentlich euch noch mal... Nö, ich wollte euch noch ein Zitat entgegenwerfen. Manche Menschen bevorzugen eher die Autobahn anstatt die Landstraße. Ich bin die Landstraße. Bei der Landstraße kommt man vielleicht nicht schneller ans Ziel, aber man sieht zumindest was ein bisschen von der Welt. Ja, da war ich ja schon bei Aurelia vorhin. Naja, aber... Ich habe das auch, aber es ist... Das ist mal auf meiner Karte jetzt chronologisch an dieser Stelle gekommen. Ach ja, stimmt. Und danach war ja erst der Kuss... Ja. Also wollt ihr das einfach so wegignorieren, diese Aussage? Weil sie hat einfach gesprochen und es kam nichts an bei mir. Ich dachte, was möchtest du? Fehlt mir ein Untertitel? Verstehe ich dich falsch? Ja. Ist da irgendwie wenigstens eine Bauchbinde, die mich aufklärt? Nee, nichts. Der Satz war zu lang, zu wirr und zu langsam gesprochen, als dass mein Gehirn das jetzt aber hätte aufnehmen können. Aber was, wenn das jetzt jemand anderes gesagt hätte? Manche Leute bevorzugen die Landstraße, die Autobahn und ich bin halt die Landstraße. Ja, ist an sich nicht so verkehrt. Ich finde es an sich nicht so verkehrt. Weiß ich nicht einzuordnen, in welchem Zusammenhang sie das jetzt bringt. Naja, ich glaube, sie meint schon negativ im Sinne von Donner ist schnell zu haben. Aber sie ist halt die Sackgasse. Ja, das ist es ja. Donner ist auch nicht die Autobahn. Sie hat ihn 12 Tage warten lassen. Donner ist die Landstraße und sie ist halt der Graben rechts daneben. Kommen wir vom Graben jetzt bitte zum Matching Night. Okay, gut. Irgendeine Aussage war noch in der Matching Night, aber da scheiße ich jetzt einfach mal drauf. Die habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Ist vielleicht das... Vanessa, dass ich mich jedes Mal auf neue frage, wie unsensibel man eigentlich noch werden kann, obwohl man so darauf pocht, dass die anderen Menschen einem Mitgefühl entgegenbringen. Als Joelle sie wählt, was ich jetzt auch nicht so richtig nachvollziehen konnte, aber muss ich aufstehen? Ja, ist ja wirklich so. Da hinten brauche ich nicht mehr, glaube ich. So viel Zeit und Energieverschwendung. Und du ja auch. Ich berühre die Karten lieber nicht. und dass Sasa nochmal bestätigt hat, dass er ein Dreier will? Dass er gesagt hat, er fand das scheiße mit den Dessous von Vanessa, weil ja nicht jeder sehen soll, was er zu sehen bekommt. Was denn unsere Theorie bestärken würde von wegen... Deshalb, du gehst in den Club ohne mich. Das Top ziehst du nicht an. Das Top, das gibt es nicht. Außer du gehst mit einem von meinen Brüdern.
Gut, okay. Naja, aber die Sache ist, kann da vielleicht nicht auch ein religiöser Aspekt mit drin stecken? Kann, hätte, Fahrrad, kennt ihr, wie geht's weiter? Nicht berücksichtigen können, weil wir uns damit nicht auskennen. Juliette ist auf jeden Fall auch ein bisschen sauer auf Vanessa. Denn in der Matching Guide wird ja auch der Kuss nochmal thematisiert. Borken. Und Borken. Left my ting from Borken. 7 a.m. in the morning. Checkt halt keiner, was ihr meint, aber gut, okay. Und da wurde ja nochmal bestätigt, dass der Kuss ein bisschen länger ging. Und dann meinte ja Vanessa, um nochmal auf dein Ding mit der Unsensibilität einzugehen. Und ich weiß auch noch gar nicht so ganz, wo du hin willst. Ja, jetzt. Der rote Faden wurde gefunden. Leute, sorry, ich bin echt noch im Wochenende kopfmäßig, obwohl schon Donnerstag ist. Denn Vanessa hat gesagt, naja, sorry, aber Juliette, du hast ja auch schon mitgearbeitet. Weißt du, wann das rauskommt, Donnerstag? Was wir gerade aufnehmen? Das Video kommt Dienstag. Das kommt ja Dienstag. Aber ist egal. Alter. Okay. Das bleibt drin. Ja, das bleibt auf jeden Fall drin. Das bleibt aber drin. Mano, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist doch, dass Vanessa Juliette so blöde hingestellt hat, weil sie so meinte, hast du nicht auch schon mit dem und dem irgendwie rumgeknutscht? Ja. Ja, aber es war halt aus Spiel, Vanessa. Ich verstehe das auch wirklich. Ich habe wirklich das Gefühl, Vanessa die möchte es nicht will verstehen. Irgendwie, dass alle gegen sie sind und sucht sich dann irgendwas, warum das so sein könnte. Aber ich habe letztens gelesen, wenn du das Gefühl hast, dass alle gegen dich sind, sollte man wenigstens einmal kurz drüber nachdenken, ob nicht die eigene Annahme vielleicht doch falsch sein könnte. In welcher Hinsicht auch immer. Hast du das gelesen? Eine Idee. Im Bild der Frau? In dem Buch, was du nicht gelesen hast. Martin liest nur die Bunte. Das stimmt. Oder die Neue Woche. Ja. So. Ja. Aurelia spricht Klartext, weil sie sich wünscht, dass man bezüglich der Matches halt auf sie hört. Hannah und Kenneth sind ein Perfect Match. Wir sind keins. Glaub mir einfach. Entschuldige mal bitte, Sophia hat uns gestern gesagt, wir müssen uns ins Zeug legen. Ich sag ganz ehrlich, das Sinnvollste, was wir jetzt machen könnten, wäre strategisch vorzugehen. Und wenn mir hier keiner zuhört und alle nach ihrem Bauchgefühl gehen wollen, ey, sorry, dann brauchen sie sich nicht wundern, wenn sie ohne was nach Hause gehen. Ich schwör's dir, ihr werdet mir am Ende, wenn es rauskommt und wir das verloren haben, werdet ihr mir sagen, warum haben wir nicht einmal auf die Verrückte gehört? Ich sag's doch. Wie eine kleine Fliege, die durch den Raum gesummt ist und alle anderen haben halt einfach nur weitergemacht. Oh, Alter, geh weg! Boah, das habe ich gar nicht mitbekommen, siehst du? Oh Gott. Mann, ja. Mann, ich will das eigentlich nicht, aber ich verstehe genau, warum das so passiert, wie es da passiert. Leider. Weil die drei Lichter, die sie erreicht haben, bestehen aus zwei Perfect Matches, die sie schon gefunden haben. Und eins, was, wo sie jetzt auch wirklich mal drauf scheißen können, eigentlich hätten die dafür einen Blackout verdient. Ja. Und das haben sie ja eigentlich auch gehofft. Und es ist, denken wir zumindest, glaube ich, dass wir uns einig sind. Genau das Perfect Match, Hannah und Kenneth wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, wie oft jetzt halt Carina und Sasa noch zusammensitzen möchten, falls Vanessa und Sasa nicht schaffen beim nächsten Mal. Ich wollte sagen, dass genau das die zusammengesessen haben und wahrscheinlich das Licht waren, sagen, es kann nicht sein. Hannah sagt ja, nee, wir können ja mal ganz kurz mit einfließen lassen, was uns zugeschickt wurde, bei welchen. Das ist ja, wir wissen ja nicht, wer am Ende ein Perfect Match ist und wir wissen auch nicht, ob sie es schaffen. Aber ihr habt uns relativ oft zugeschickt, dass definitiv Hannah und Kenneth ein Perfect Match sein müssen. Juliette und Barkin weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube die nicht. Können keins sein. Ja. Und was sehr viel Sinn ergeben hat, ist Dorna und Sasa. Das stand so oft. Und ich habe vor der ersten Folge habe ich gesagt, Dorna und Sasa, weil viel und viel. Ja, Viel los. Und deswegen unterstütze ich das jetzt einfach nochmal. Okay, krass. Ich könnte es mir aber also vom auch inhaltlichen ganz okay vorstellen. Auch. Dorna möchte jemand, der da ist. Und Dorna möchte jemand, der sagt, zieh dich mal bitte ordentlich an. Okay, mache ich jetzt. Richtig. Ja. Danke für eure Zusendung. Immer wieder her damit. Ja. Wir freuen uns sehr darüber. Falls wir euch das irgendwie nochmal zusammenfassen können, tun machen wir natürlich. Das. Aber es ist noch sehr viel wirres Zeug auch dabei. Wir sind auch noch ein bisschen zu verwirrt. Ich würde schon zum Spiel kommen, a fresh pick-up life. Sprücheklopfer, ich liebe das Spiel. Oh mein das ist Gott. Mit mein, das, oh, das ist mit das Spiel, wo ich sage, okay, das finde ich witzig. Ja. Und ich habe mich auch diesmal gefreut, ich weiß nicht, ob das erste Mal war, dass sie auch nochmal richtig für mich langsam gezeigt haben, welcher Mann welchen Spruch gelegt hat. Ja. Willst du auf was Besonderes hinaus? Nö. Ich warte ab, was du so zu sagen hast. Und warum geht die Stimme nicht runter am Ende? Nö. Ich warte ab, was du zu sagen hast.
Was ist da oben? Da ist Wochenende. Ja, das stimmt, das ist Donnerstag. Wochenende. Was mich aber wieder sauer gemacht hat, war, dass Sophia gesagt hat, mir reicht jetzt, Juliette und Vanessa gehen aufs Date. Da dachte ich, ich verstehe nicht, warum das immer sein muss, dass sie das schon festlegt. Aber wenigstens diesmal vorher, also beziehungsweise diesmal nur den einen Part, dass sie sich trotzdem noch anstrengen können. Weil ich hasse es ja am meisten, wenn sie sagt, du und du, ihr geht auf ein Date. Mir doch scheißegal, was ihr seid. Genau. Aber es ist ja, hat ja jetzt nicht so gut funktioniert, das Spiel. Die zieht das Ding einfach noch weiter durch. Ja. Das wird langsam wird's frech, ne? Ich bin am Wochenende? Ja, das lebe ich eigentlich gar nicht. Willst du was dazu sagen, dass Vanessa mit Absicht nicht Sasa gewählt hat? Ich hab hier stehen. Sprich dich aus. Das war sehr, sehr egoistisch. Nein, das war für mich. Das war sehr dumm. Fürs Team, für dich, für alle warst du. Jeder von uns will Klarheit. Jeder will wissen, was wir die ersten 5-6 Tage hatten. Weil jedes Mal, als ich in der Vanessa saß, gingen auch mehr Lichter an. Finde ich nicht. Ja. Ich erkläre dir warum. Zwei Minuten vorher noch gesagt, bevor Match begonnen hat, deine einzige Wahl bin ich. Sasan, aber ich gehe doch mit dir nicht aufs Date. Wenn du sagst, wir sind nur Match, dann kann es ja nicht sein, dass wir Match sind. Weißt du, auch wenn ich so denke, du denkst nicht so. Du hast mir ganz klar deine Antwort gesagt. Dann sind wir halt no Match, meiner Meinung nach. Aber es ist ja wichtig, was auf dem Bildschirm steht und wie wir gewinnen und nicht, was ich denke. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Dann mal eine schöne Zeit hier und alles gut. Okay? Vanessa wusste genau, was sie macht. Und dann sagt sie auch noch, wer hätte es gedacht. Frech ist die. Frech? Naja, aber ihre Aussage am Ende fand ich dann schon wieder sehr stimmig, weil sie hat gesagt, Sasa ist der Meinung, er ist zu 1000% nicht ihr Match. Ja, dann brauchen die auch nicht in die Matchbox. Aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass da super viel angeschlagenes Ego aus ihr gesprochen hat. Genau, sie hat das halt wirklich mit Absicht gemacht. Deswegen war ja auch ihre Begründung so, er ist ja nicht der Meinung, dass wir ein Perfect Match sind. Deswegen, und wenn wir uns sie ist jetzt ja aber eigentlich der Meinung. Und dann, wenn die sich das so abgesprochen haben, also kam es schon rüber, nicht ausgegangen, dass sie Sasa nehmen sollte, genauso wie Juliette Barkin nehmen sollte. Aber da Juliette war auch hier oben noch am Wochenende, hat halt leider nicht funktioniert. Am Ende muss Juliette mit Joel aufs Date gehen. Ach Mann. Und ja, Vanessa geht mit Tachi Mabo. Und ich hätte noch eine Idee, wie wir den Rest der Staffel zusammenfassen können. Wir können einfach auf euch Folge 15 und 16 hier auch schon mal zusammenfassen. Carina lieben wir. Sasa ist eklig und Vanessa ist ein hinterlistiges Stück. Ja. Und Marvin ist touchy. Okay, also ich wollte nur noch mal sagen, na, ist egal. Ich lasse ich so im Raum stehen. Danke. war Massage-Date, ne? War natürlich Marvo gleich wieder Alter. Das ist mein Date. Und da hat er Vanessas Date vor allem. Richtig. Und da hat er auch dann gemerkt durch die Massage, es kann schon sein, dass wir ein Perfect Match sind. Wie geht denn sowas? Durch die Energie, die da überfließt? Oh, Martin hat doch eine Theorie. Die hat er heute erst aufgestellt. Hörst du die in deinem Ohr gerade? Die höre ich, die kriege ich gerade nochmal durch. Die Redaktion kann nochmal durchgehen. Flirty-Tipps von Tachi Martin. Tachi Martin. Sind nämlich, wenn du flirtest, du musst 3 Sekunden Körperkontakt aufbauen. Und das waren mehr als 3 Sekunden. Da ist so viel Energie das geflossen. Das ist Flirt-Regel Nummer 1. Die wurde mir mal beigebracht. Und einfach mal mitten im Gespräch vielleicht auch mal so machen. Echt? Aber mitten im Gespräch so? Die Hand und auf nicht, den Kopf. Und nicht so, sondern drauflassen und zählen im Kopf. Echt? 21, 21, 21. Man zählt habt weiter, oder? Habt ihr das gerade gesehen? Was ich gemacht? Ich wollte Körperkontakt halten. Weggeschlagen? Du so 21, 22. Habe ich nicht gemerkt. Das habe ich nicht gemerkt. Das ist eigentlich... Okay, also ich probiere das aus und schreibe, ob es funktioniert hat. Typ. Alle sind sauer auf Vanessa. Mensch. Und Vanessa nach der Matching Night. Wie immer. Ja. Und Vanessa hat dann auch nochmal einen kleinen Talk darüber mit Marvin und kommt dann ziemlich schnell zu dem Entschluss, du, was soll ich halt machen? Sind halt einfach alle neidisch. Also ich fasse das nicht, was ich da gesehen habe. Naja, und dann kommt halt noch mein Aussehen dazu. Schade. Sie spricht Sachen aus, die für jeden Menschen sagen, Mann, ich bin geil. Und macht das aber in einem Tonfall, der sagt, wo sie... Also, nur der Tonfall würde für mich das so implizieren, dass ich sagen muss, die arme Vanessa. Aber das passt nicht zusammen. Ich gehe doch nicht hin und sage, oh, tut mir leid, dass du so hübsch bist. Nee, und sorry, dass du immer die Nase vor hast, weil die Männer dich so geil finden. Ja. Tut mir echt übel leid für dich. Ja. Also wenn sie das, wenn ich sag dir, also ich sag dir jetzt mal was. Ich sag dir mal was. Ich hatte gar nicht so viele Fragen, aber sag's mir einfach Carina mal. Carina hätte sowas ganz anders rübergebracht. Die hätte halt zum Beispiel gesagt, das Problem ist, ich weiß, wie ich bei Männern ankomme und ich weiß, dass das vielleicht manche Frauen nervt. So will die das sagen. Und Vanessa macht halt so,
Naja, ich verstehe auch, wo das herkommt. Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einfach eine wunderschöne Dame. Ich bin manchmal selbst neidisch auf mich. Ja! Also wenn ich könnte, wäre ich in jedem Bild, im Gruppenbild nur ich. Aber naja. In jedem Gruppenbild nur ich. Ich und drei Spiegel. Ich glaube, sie braucht sich gar keine Sorgen machen um irgendwie Wandfarbe oder Tapete, einfach überall Spiegel ran. Wie bei mir. Oh Mann, ey. Manche möchte jetzt schon gar nichts mehr sagen, damit hier die Folge ein bisschen... Ich habe auch wirklich nicht so viel Meinung dazu. Ja. Okay. Irgendwas scheint es ja auch bei uns zu triggern. Mit diesem Verhalten, das wir ja auf jeden Fall zugeben. Ja, natürlich. Weil es einfach lol ist. Also ich höre mir das an und denke so, ja. Lol. Und ich höre mir an und denke so... Formulier mal erstmal so einen Satz. Ja, dumm. Also ich werde dort auch nicht sauer. Ich denke so, okay, sie schiebt ihren eigenen Film so krass. Du, ja, das stimmt. Schieb, wenn du stark genug bist. Das ist wie unangenehm war es halt mit Joel und Juliette? Das hätte man abbrechen können. Das ist wirklich, das habe ich auch geskippt. Weil es war halt wirklich so, Joel hat was gesagt. Naja, wir könnten schon perfekt mischen sein. Sie, warte, kann ich mal kurz schlucken Wasser? Ich hatte auch das Gefühl, sie hat so, sich so gedacht, was könnte ich sagen, was mir wichtig ist. Ich meine, sie hat ja dann gesagt, sie hat es wirklich so angegeben. Aber was, worauf er Nein antworten könnte? Na, Sport ist mir sehr wichtig. Ja, also ich gehe 6-mal. Und sie so. Die Woche sie so, als Fitnesstrainerin weiß man, wie man auch 6-mal die Woche Sport aussieht. Trainieren aussieht. Wir müssen und zum Ende halt kommen. Übelst oft noch betont, ich habe halt wirklich gesagt, dass ich so einen Schrank brauche. Halt wirklich. Und also, hä, Ikea ist bei mir um die Ecke. Er auch so, ist doch egal, vielleicht finden wir noch was anderes, was passt. Ich halt 7-mal die Woche. Hä, hey, dann wird das auch. Ja. Ich habe mich dagegen entschieden, ich wollte lieber... Auf jeden Fall fand ich es auch lustig, während dieses Date da zwischen Juliette und Joel war, habe ich eigentlich die ganze Zeit nur drüber nachgedacht. Lustig, dass irgendwie ausgerechnet Juliette und Vanessa jetzt zusammen auf so einem Gruppendate am Anfang waren. Ja. Weil die sich ja eigentlich angeschaut haben. Ja. Nun ja. Also Donna hat Sorge, dass Marvin Scheiße macht beim Date und mit Vanessa knutscht. Ich glaube, du gewinnst das Rennen gegen Marvin. Du würdest mit Vanessa rumknutschen. Ich weiß gerade nicht genau, was Marvin auf dem Date macht, aber bestimmt irgendwas mit Zunge in Lunge. Ich bin mir zu 100% sicher, dass er nicht nur heute mit ihr knutscht, sondern auch feststellt, sie ist mein Perfect Match und wir müssen eine Beziehung und was auch immer und keine Ahnung. Das wird er 100% feststellen heute. Was nicht passiert ist, und ich glaube... Das hat geklickt bei ihr. Das hat halt jetzt den Schalter umgelegt. Ja. Ich... sitzt jetzt den ganzen Tag nur noch jetzt auf ihn. Jetzt ist und eine Autobahn. Ja. Und das ja, obwohl vorher ja noch so mit Dennis getan wurde, so, ja, riech mal an mir. Ich riech angeblich total gut. Und guck mal, wie weich das hier so in meiner Armbeuge ist. Haut jetzt. Das ist wie ein Babypo. Aber ich verstehe auch nicht, Fass doch mal nochmal hier an. Dennis, und weißt du, wo ich auch noch ganz weich bin? Dennis ist für mich auch ein Mann, er hat ihr ja dann auch ein paar E-Mails. Sie hat ihm ja dann auch ein paar Komplimente gemacht. Ich glaube, du gewinnst im Kampf gegen Marvin, wo ich so dachte, okay, wo kommt sie jetzt auf einmal her? Naja, mit dieser... um darauf hinzuleiten, ja, dass... Naja, klar, schon, aber ich dachte, warum legst du ihm das... Also sie setzt ihm gefühlt so gleich eine Krone auf, beziehungsweise hat er empfängt das so. Er ist dann so, ja, also ich bin auf jeden Fall auch der bessere Mann und sie muss sich jetzt entscheiden, weil wenn sie sich nicht gleich entscheidet, dann... bin ich weg. Ich werde nicht auf sie warten. Wo bist du denn hin, würde ich gerne mal wissen an dieser Stelle. Ich kann mit euch beten hier heute gar nicht. Wir müssen wirklich zum Ende kommen. Gut, ich fasse das Ende kurz zusammen, nehme ich da auf. Ja. Juliette und Joel gehen in die Matchbox. Ich sag sinnlos. Okay, sinnlos. Und Alter, dieses Angebot. Achtung, Spinne. Ja, Mann. Wie viel waren es? 100.000? 100.000! 300.000 insgesamt. Wird draus. Lena so, hey, die haben 300.000 Euro Angebot bekommen. Hä, seid ihr doof, wir oder was? Wir schicken Lena noch mal zurück ins Wochenende. Da kann sie ja dann auch vielleicht noch mal I Do Want 13 und 14 gucken, damit Guck noch sie mal rein. Nicht so viel Verwirrung in sich trägt. Ja. Möchtest du den Sack hier zumachen du oder möchtest du noch was loswerden? Naja, das Thema habe ich beendet, aber hast glaubt, du? Also glaubt ihr, Barkin wurde ja gefragt und Sophia legt ihm ja auch gleich so dieses Emotionale mit rein, weil sie so denkt, hoffentlich weiß er, dass sie ja dann raus ist und versucht ihn da, fand ich, so ein bisschen zu manipulieren. Und ich habe irgendwie, schätze ich ihn so ein, dass er es nicht emotional trifft, diese Entscheidung. Aber ich glaube, er verkauft für also das Geld deswegen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie verkaufen, weil
alle sich so denken, das ist so sinnlos, die können halt kein Match sein. Aber warum gehen die in die Matchbox? Warum haben sich dann über 50% dafür entschieden, dass die da reingehen? Das ist wirklich albern. Check ich nicht. Weil Vanessa und Marvin finde ich gar nicht so unrealistisch. Finde ich auch nicht unrealistisch. Obwohl, ihr alle sagt Marvin und Carina. Da sag ich nein. Oder? Das akzeptiere ich nicht. Gut, okay, ich habe eure Matchvorhersagen jetzt auch nicht so sehr auswendig gelernt. Also ich habe, falls ich hier irgendwas Wirres im Raum werfe, ignoriert. Und ihr merkt, wir sind verwirrt, sprechen jetzt hier. Wir beenden das Ding jetzt. Sätze. Ist dir abgefallen? Ja. Na dann, hier Leute, schon, hier findet schon liken, Verfall statt. Teilen, kommentieren, abonnieren, uns eure einfach den Kanal Matches schicken, den kanalt uns. Kanalt uns. Und wir sehen uns zum Dschungel-Podcast zum nächsten. Der kommt dann irgendwann. Donnerstag. Ihr werdet es ja wohl schaut sehen. Schaut bei unseren anderen Videos vorbei, was wir Specialiges noch so für euch vorbereiten werden, haben, wie auch immer. Bis dann. Seid so, wie ihr bleibt.